Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier aus dem Spiel rausgegangen, beziehungsweise aus der Folge rausgegangen. Und hier wollte ich dann auch direkt wieder einsetzen. Und zwar müssen wir zwei Aspekte finden von der Magierin. Ich bin mir aber nicht so genau sicher, wo wir die finden. Direkt hier in der Nähe. Einmal oben das Verlies und einmal rechts das Verlies. Das heißt, es bringt wahrscheinlich auch nicht allzu viel, wenn ich da jetzt hinporte. Das heißt, wir müssen dann einen etwas längeren Weg wahrscheinlich dahin reiten. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem linken Aspekt an. In der Hoffnung, dass wir da einigermaßen gut hinkommen. Das ist ja alles so eine Sache, dass wir das alles finden und erreichen. So, Moment, da müssen wir irgendwie drumherum, genau, am besten hier. Obwohl, hier ist es auch sehr hoch, da kann man schlecht hochreiten. So, den Weg haben wir schon mal gefunden, allerdings, oh, da steht höher. Oh, da steht höher, das heißt, ich muss hier... Nee, ich muss auf die andere Seite vom Berg. Die Frage ist jetzt, muss ich wirklich auf die andere Seite vom Berg und dann runter? Weil da steht nämlich höher. Ich reite jetzt erstmal hier rum. Aber ich meine, hier am Wasser entlang, da war tatsächlich... Ja, genau, da war ein Eingang. Oh, das tut so weh, was man alles hier so liegen lässt, ne? So, Hirsines Schlupfwinkel. Ich wollte gerade noch sagen, ich wage mal zu behaupten, dass hier die Werwölfe sind. Und dann habe ich das Bild gesehen. Und natürlich sind hier die Werwölfe. So, wir müssten jetzt theoretischerweise... Achso, nee, wir müssen ja eigentlich nach oben. Aber die würde ich schon gerne noch mitnehmen hier. Ich glaube aber, wir kamen hier nicht einfach so nach links runter, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ah, nee, das ist da oben. Nee, nee, da müssen wir den kompletten Weg hier runterlaufen. Schade, schade. Und vor allen Dingen ist er, soweit ich weiß, auch übersät mit Werwölfen. Jetzt laufe ich doch runter. Moment. Außenrum. Ja, nervt mich jetzt mal eben nicht. Ich muss mal kurz den Weg finden hier. Hallo, liebe Wolfis. Ich will euch nicht töten. Unser Rudel tötet niemanden, auch wenn er vom anderen Rudel ist. Wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm. Dann muss ich mich da halt wiederbeleben. Sagte sie und wurde dermaßen aufgehalten gerade. Ich befürchte, nur Basti hat ein leichtes Problem. Ach, der arme Junge. Der muss so viel mitmachen mit mir. Ja, nervt mich nicht. Ich will nur die Quest machen. Ich will ja hier gar nicht durch. Och ja, jetzt bleibe ich an einem Stein hängen und verreck daran, oder was? Willst du mich jetzt hier? Ja, oder die Krokodile töten mich am Ende. Die Werwölfe haben es alle nicht geschafft, aber die Krokodile, die bringen mich jetzt um. Hundertprozentig. So, Moment, hier oben ist irgendwie was, glaube ich. Ich soll ja eigentlich einen Aspekt finden, aber wo ist der? Jetzt sind sogar die Krokodile weg. Hä? Hallo? Aspekt? Magierin? Ach so, ich muss den... Ah! Na? So.
Barriere der Magierin benutzen. Und dann? Nochmal Guckerblick benutzen. Ah, okay. Also ich sehe sie, aber... Ich verstehe gerade das Rätsel, glaube ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Nochmal Guckerblick. Jetzt haben wir alle fünf. Und nun? Eins, zwei, drei. Ach so, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Vier, fünf. Moment, eins. Scheiße, wie war das jetzt? Zwei. Drei, ist jetzt die rechte oder die linke als erstes gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Vier, fünf. Ich hätte auch vorher darauf achten können. Ja, okay. Okay, ah, sehr schön. Hallöchen. Faszinierende Kreaturen. Was für ein unkompliziertes Leben. Töten oder getötet werden. Fressen oder gefressen werden. Die Schlange macht Jagd auf euch. Ich bin mir dessen bewusst. Die Verlorene, die sie verdorben hat, wird immer stärker. Ich höre, wie sie nach mir ruft. Deshalb hat die Schlange uns aufgeteilt. Was sie als Ganzes nicht zu kontrollieren vermochte, verdirbt sie nun Stück für Stück. Ich muss euch zurück zu den anderen bringen. Sie sind beim Weinkeller außerhalb von Belcard. Belcard? Ich habe also beschlossen, mich in der Nähe von Belcard zu verstecken, an einem Ort, der für einen anderen gemacht ist. Habt ihr Neuigkeiten über die Verlorene? Ich weiß, sie geht gegen uns vor, aber ich kann ihre Handlungen nicht direkt wahrnehmen. Ich weiß es nicht. Leider, dann werden wir sie finden müssen. Ich begebe mich zurück zu meinen anderen Ichs. Da ich nun meinen Aufenthaltsort kenne, wird es mir ein leichtes sein, mich zu finden. Ja, da ich nun meinen Aufenthaltsort kenne, das ist ja... Passt auf euch auf, wenn ihr diese Höhle verlasst. Den Bewohnern dieses Ortes erscheint ihr wie Nahrung. Nee, echt? Lasst uns wieder in diesem Weinkeller, sobald ihr eure Aufgaben abgeschlossen habt. Wir werden unseren Plan von dort aus weiterführen. Okay. Was macht sie jetzt? Ach, sie macht sich ein Portal, okay. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Quest jetzt geht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt hier erstmal hochlaufen, die Scherbe noch eben holen. Und dann vielleicht nochmal kurz den Boss hier machen. Wobei, mal kurz ist immer so relativ. Ich weiß. Und dass wir den anderen Aspekt dann gleich machen. Ja, schieß mich ruhig an. Ich laufe natürlich auch noch genau in die falsche Richtung. Das war ja klar. Oh, da ist allerdings eine Meute, die ich definitiv erstmal kaputt machen muss. Das ist schlecht. Ja, genau. Gib bloß keinen Millimeter nach, wenn ich hier stehe. Kein Thema. So, okay. Dann holen wir uns die Scherbe nämlich nochmal kurz. Und dann gucken wir... Da der Boss jetzt hier direkt ist, würde ich sagen, machen wir die auch nochmal kurz. Ja, Basti, du musst schon ein bisschen blocken, ne? Oder bist du... Nee, du bist nicht der Boss, oder? Weil er so viel aushält hier? Ah, nee. Okay, das ist der hier unten. Jetzt brauche ich nur nochmal eben ein bisschen Magika und dann kann es losgehen. So, Basti, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung, weil wir legen jetzt los. Er wird jetzt erstmal 20.000 Mal einen Rudel holen, nehme ich mal an. Ja, die sind schon da. Ja,
Boah, sobald alle weg sind, kommen wir den nächsten. Das ist doch jetzt. Brauchen wir dafür jetzt noch eine Ulti? Eigentlich nicht, oder? Komm, wir machen nicht so eben platt. Geht doch. Wieso müssen wir dich jetzt noch töten, obwohl der schon längst weg ist? Kette des Werwolfs haben wir auch noch erspäht. Oh je, oh je. So, dann können wir theoretisch, glaube ich, hier abkürzen. Hier müsste ja jetzt direkt der Ausgang sein. Genau. Plupp. Und dann müssen wir gucken wegen dem anderen Verlies. Das heißt, ich muss da immer geradeaus durchreiten. In der Hoffnung, dass ich überhaupt irgendetwas sehe. Weil es nämlich gerade ganz plötzlich dunkel geworden ist und ich jetzt hier überhaupt nichts mehr sehe. Der ist nicht aktiv, ne? Da können wir mal eben durchreiten. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Hier ist aber keine Zaubernarbe mehr, oder? Weil hier so viele von den Viechern gerade rumlaufen. So, der Eingang dürfte der hier sein. Ja, die haben ja gesagt, eine Dwemer-Ruine. Und wir müssen wieder viel laufen. Hier links dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht rein, oder? Wahrscheinlich müssen wir doch wieder den großen Weg laufen, oder? Meinem Glück. Naja, wir kommen alleine hier schon nicht rein. Na gut. Dann müssen wir mal wieder den großen Weg laufen. Es ist natürlich immer ein bisschen ätzend. Insbesondere dann, wenn man ja eigentlich gar nicht kämpfen will, sondern einfach wirklich nur vorbeilaufen will. Was, die Commit, porte dich rüber oder sonst irgendwas. Und da ist der Eingang. So. Dann können wir da nicht durch, war ja klar. Da müssen wir gleich hier rum. Da ist dann aber noch eine Scherbe, das heißt, da werden sicher auch noch Gegner sein. War klar. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh, Basti, nimm bloß nicht den Großen. Nimm bloß nicht den Großen. Wo ist der Kerl schon wieder? Ja, genau. Bloß nicht wegrollen oder so. Kein Thema. Ey, Basti, tank mal. Ganz ehrlich. Komm, stirb einfach. So. So, geht doch. So, dann einmal die Scherbe. Ja, und da müssen wir von der anderen Seite quasi erstmal den... Oh, ich bin jetzt erschrocken. Erstmal den Boss erledigen, wollte ich gerade doch gesagt haben. Und dann die Scherbe machen. Ja, bist du jetzt der Boss? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, die Tür ist direkt hinter dir, nehme ich mal an. Geht aber. Also für Karkstein bin ich ganz ehrlich, finde ich den jetzt nicht so schlimm wie die anderen.
So, den Guckerblick benutzen. Jetzt fallen wir aber nicht schon wieder drauf rein. Rechts unten, links oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2. 3. 4. Sehr schön. Ihr, ich erinnere mich an euch, obwohl wir uns nie begegnet sind. Ich bin froh, dass ihr vor der Geschuppten gekommen seid. Ich glaube, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ihr erinnert euch an mich? Wir sind gleichzeitig eine und viele. Wir teilen viele Dinge, aber wir können nicht miteinander sprechen, solange wir uns nicht am selben Ort aufhalten. Ich weiß, dass ich mit euch gesprochen habe, aber ich weiß nichts über die Einzelheiten dieser Unterhaltungen. Das ist natürlich nicht so schön. Die anderen Aspekte warten auf euch beim Weinkeller außerhalb von Belcard. Belcard. Es gibt dort eine mächtige Präsenz, die diesen Ort beschützt. Es ergibt Sinn, sich dort in der Nähe zu verstecken. Fernab der Fänge der Geschuppten. Zumindest für den Augenblick. Ich finde den Weg zu ihnen schon. Das ist gut. Sorgt euch nicht um mich. Ich kann die anderen Aspekte auch allein erreichen. Na gut, dann würde ich sagen, dass... Wenn ihr noch andere Aufgaben habt, dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch beeilt. Die Verlorene gewinnt weiter an Macht. Nö, ich habe keine anderen Aufgaben. Ich wollte eigentlich nur sagen, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal eben schnell aufmache zu dem Weinkeller und wir uns da gleich wiedersehen. So, Weinkeller, Weinkeller. Na, das ist mal ein Anblick. Was haltet ihr da oben? Was soll ich davon halten? Ich war doch schon hier. Ihr habt es geschafft. Gut. Ohne euch könnten wir nicht fortfahren. Die Aspekte wurden... Vielen Dank, dass ihr uns unsere Aspekte zurückgebracht habt. Wir haben es untereinander besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Verlorene zu mächtig ist, als dass wir sie besiegen könnten. Wir können bestenfalls darauf hoffen, sie zu schwächen. Was meint ihr? Wir waren unachtsam und geschwächt, als die Schlange uns aufteilte. Sie ist dabei, unsere Aspekte einzusammeln und sie nach und nach unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Verlorene ist sogar noch mächtiger als wir vier zusammen. Wie halten wir sie dann auf? Wir müssen uns mit ihr vereinen. Wir mögen vielleicht nicht stark genug sein, um die Verlorene im Kampf zu bezwingen, aber gemeinsam können wir uns der Verderbnis der Schlange widersetzen. Die Verlorene wird nicht länger ganz, sondern innerlich gespalten sein. Das wird sie verwundbar machen. Wie könnt ihr euch mit der Verlorenen vereinen? Das wird nicht einfach werden. Die Verlorene ist sehr mächtig. Ihr werdet sie in einen Kampf verwickeln und ablenken müssen. Leider hat sie diese Möglichkeit vorhergesehen und ist an einen Ort der Macht geflohen, zu unserem Apexstein. Apexstein? Die Apexsteine erlauben es den Himmlischen, sich auf dieser Ebene zu manifestieren. Indem sie unseren Apexstein verdarb, versuchte die Schlange, unser Bewusstsein ihrem Willen zu unterwerfen und uns so zu verderben. Genau das ist der Verlorenen widerfahren. Können wir den Apexstein nicht einfach zerstören? Wenn man das täte, würde unsere volle Macht entfesselt. Mundus könnte dieser Urgewalt nicht standhalten. Unser Apexstein ruht versteckt unter Elen hier. Verwendet den Guckerblick, um ihn und die Verlorene zu finden. Wir werden uns euch anschließen, wenn die Zeit reif ist. Ja, das heißt jetzt was? Wo ist das jetzt genau? Ah, da ganz unten in der Ecke. Okay, dann reite ich da jetzt mal eben hin und wir sehen uns gleich dort wieder. So, den Eingang haben wir gefunden. Hier gibt es übrigens auch draußen irgendwo eine Quest. Also ziemlich genau da, wo ich jetzt reingegangen bin. Ich würde hier gerne einfach nur durchlaufen, Leute. Ja, ich weiß, ihr habt wie immer was dagegen. Hier muss ich irgendwie hoch.
Nervt mich bitte nicht. Ach so, da kann ich nicht einfach so. Verstehe. Verstehe, verstehe. Hallöchen. Ich weiß, ihr mögt mich alle ganz dolle, aber ich muss leider hier durch. Oh, falscher Gang. Hier. Okay, dann schauen wir mal. Die Verlorene wartet auf uns. Sie weiß, dass wir kommen. Ich spüre ihre Anwesenheit unter uns. Sie wartet im Schatten unseres Apexsteins. Besiegt die Verlorene und wir erledigen den Rest. Haltet euch nicht zurück. Wenn ihr zögert oder innehaltet, wird euch die Verlorene vernichten. Ja, ist ja gut. Ich bin ja nur am Innehalten, weil ihr hier seid und mit mir redet. So. Hallo, Verlorene. Wo bist du? Da. Die anderen sind in der Nähe. Ich kann sie spüren. Mhm. Ihr wollt mich aufhalten? Ich bin zu stark für euch, Sterbliche. Ich kann nicht besiegt werden. Oh, ich habe einen Tank mitgebracht. Das geht schon. Wieso ist sie jetzt wieder nicht mehr fixiert? Hallo, wie viele kommen noch? Meiner Kraft. Hier könnt ihr mich nicht besiegen. Achso, mehr passiert nicht? Oder? Nee, sie ist weg. Setzt die Sterngucker über die Vereinigung der Magier in Kenntnis. Aber wo sind die jetzt? Hallo? Ach so, ich muss wieder zurück. Ja gut, dann mache ich das jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir müssen wieder unten rein. Hallöchen. Oh, ich kann was lesen. Bis auf Weiteres geschlossen. Bedauerlicherweise muss ich hiermit bekannt geben, dass Ogundas Weinkeller geschlossen bleibt, bis ich Ersatz für meinen nichtsnutzigen Neffen gefunden habe. Dieser faule Horker. Bitte nutzt die allgegenwärtige Abwesenheit des vertrauenswürdigen Angestellten nicht dazu aus, um meinen Weinkeller zu plündern. In der Zwischenzeit könnt ihr mich bei Bedarf gerne in der Kreuzweg-Taverne in Belgrad aufsuchen. Und falls ihr nach Arbeit sucht, bin ich mir sicher, dass wir da schon etwas regeln können. Orgonda-Besitzer. Ja, ich dachte, es gehört auch zur Story, aber offenbar nicht. Nee, so. Habt ihr zufällig die Hochelfinnen gesehen, die hier waren? Ich sollte sie im Auge behalten, aber dann habe ich mich kurz umgedreht. Und jetzt sind sie verschwunden. Oh, Hara wird so böse auf mich sein. Die Aspekte der Magierin wurden mit der Verlorenen wieder vereint. Jetzt müssen sie der Verderbnis der Schlange widerstehen. Augenblick. Sie haben die Wahrheit gesagt? Ich schätze, das ergibt wohl Sinn. Sie sahen ja alle gleich aus und sprachen auch gleich. Ich muss die Sterngucker über diese Entwicklung in Kenntnis setzen. Endlich wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Und wir haben einen verstärkten Kopf von Weg der Kampfkunst bekommen. Übung macht den Meister. Ja, das... Oh, das können wir sogar nehmen, ohne zu klauen. Sehr schön. Das heißt, dass wir dann auch hier Himmlische Forscherin abgeschlossen haben, weil wir diese Quest jetzt auch abgeschlossen haben. Ja, und damit... Rein theoretisch... Nee, ich muss hier erstmal rauskommen. Hilfe. Und damit rein theoretisch die kompletten Quests hier in Karkstein abgeschlossen haben. Was ich ein bisschen komisch finde, weil ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich in einer engen Höhle war und da irgendwie noch gegen die Schlange kämpfen musste. Und ich kann mich da noch dran erinnern, dass um mich herum alles dunkel war. Und wenn ich zu lange in der Dunkelheit geblieben bin, dann wäre ich gestorben.
Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwas davon jetzt mit der Hauptquest gemacht haben. Aber gut, also es sieht so aus, als ob wir die Hauptquest hier tatsächlich jetzt beendet haben. Ich werde noch mal ein bisschen herumstöbern und mal gucken, ob ich hier noch andere Quests eventuell unterwegs finden kann. Mit Vorliebe natürlich mit dem Hauptquest-Symbol. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich müsste noch mal in meiner Liste nachgucken auf unserer Wölfe-Homepage. Aber als nächstes müssten wir uns dann in Vrodgar wiedersehen. Im alten Orsinium, glaube ich, um genau zu sein. Und ja, also wie gesagt, ich gucke nochmal nach, damit ich hier bloß nichts verpasse von der Hauptstory. Aber es hieß ja, dass wir die Schlange soweit in Anführungszeichen besiegt haben und alles. Also ich denke mal nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt, was wir jetzt übersehen haben. Es war schon komisch, dass wir die zwei Quests jetzt hier nicht gemacht hatten. Dass wir nicht wussten, dass die zur Hauptstory gehörten. Wobei, komisch war es nicht, weil, wie gesagt, die waren auch nicht als Hauptquest gekennzeichnet. Die hatten ja nur dieses normale Quest-Symbol drin, gehören aber zur Errungenschaft und von der Story her gehören sie ja auch zur Hauptquest irgendwie. Deswegen ist es schon ganz gut, dass wir das Ganze noch nachgeholt haben. Und ja, wenn nichts dazwischen kommt, sage ich mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Vrodgar wieder. Und wenn ich mich nicht vertan habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.